Und damit wieder Hallihallöchen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mafia 2. Mein Name ist Mr. Timber und wir spielen noch weiter. Wir haben Joe wieder gefunden. Ich treffe den nicht. Geht doch. Und ja. Jetzt müssen wir uns erstmal hier raus. Wir müssen irgendwie hier rauskommen, egal wie. Auf Leben oder tot. Okay, der ist scheiße, wie wir meinen Revolver haben, der war besser. Boah, Wahnsinn. Gezielt und sofort ein Headshot. Alter, machen wir das einmal nach. Genau wie da. Nein, ich habe keinen Aimbot drin. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt für dieses Spiel. Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Na toll. Kommst du hoch? Huhu, huhu. Ich wusste, dass da einer steht, aber ich habe nicht gesehen, wann der endlich kommt. Alter, eine Magnum, geil. 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 Das Ding ist geil. Achtung, da steht wieder einer. Wow. Alter, was sie für einen Rückstoß hat bei einem Treffer. Munition? Hört nicht. Okay, da steht mal keiner. Wie also, gefällt dir das? Da ist keiner los! Eins. Ihr seid dumm, Leute. So. Dieter, komm her! Hier sollte es rausgehen! Okay, ich will aber nicht da lang, ehrlich gesagt. Was soll ich mit einer scheiß Rotflinte, ehrlich mal? Wow, wow, wow. Knapp. Genau, Joe, geht immer woanders hin. Stirbst doch eh nie bei sowas. Dir ist ja egal, wo du hinläufst. Du bist magisch, du stirbst einfach nicht. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Immer so, dass der zweite Protagonist niemals stirbt in dem Spiel. Gut, es ist fast immer so. Komm her, Kollege. Das. Fuck. Ah, der Revolver zieht so doller. Wir können es mal mit der normalen Pistole versuchen, auch wenn die nicht ansatzweise so stark ist. Der Wichser wartet auf euch. Irgendwie können wir auch mal die Lampen zerschießen, das weiß ich. Komm her, Kollege. Los. Kollege. Huh, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst, weil ich habe gerade auf meine Health-Anzeige geguckt, bin sie da, wo die stehen. Alter, Joe, könntest du vielleicht auch mal schießen? Oder hast du keine einzige Waffe? Es liegen genügend rum, also du wirst dir auch mal eine krallen können. Geht doch. Ich hab den immer noch nicht erwischt. Aber jetzt. So, dann nehmen wir uns mal noch den Thompson. Ich blas dir die Fresse. Der ist Matsch. So ganz offiziell. Oh, der hat eine Thompson 928. Okay. Oh, das war die schöne. Die nehme ich jetzt auch, weil die finde ich cool. Ich weiß nicht warum. Aber die ist episch. Aber da lag doch bestimmt noch einiges an Munition rum. Eine M1 Garand. Okay. Und eine Munition. Man könnte das doch zerschießen oder nicht? Sag ich doch. Wusste ich es doch nicht. Da blendet das scheiß Licht nicht so doller. So, hier geht's raus, okay. Puh, ich hoffe mal, wir sind gleich draußen aus dem Drecksloch. Wow. Wie viele sind das einfach? Eins. Zwei.
Na komm, ja, Dicker. Komm. Komm, YOLO. 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 Stopp. Dann noch der. Der auch noch. Na komm, es hat sich schon, doch schon deutlich dezimiert. Der hat eine scheiß Rotflinte, der ernsthaft mehr nicht. Wow, was macht der hier? Was macht der hier oben? Alter, der hätte mich jetzt fast getötet. Arschloch, verdammt. Die ist eine ungünstige Position, wenn ich das anmerken darf. Oho, schnell vor uns, der Wahnsinn. Da hinten sitzt noch einer. Den habe ich doch sofort gesehen. Irgendwo da oben ist auch noch einer. Aber wo? Also das ist schon mal ein Inglourious Bastard. Wo ist denn der da oben? Hallo, ich zeige mich offen, dreh dich um. Wow, oh. Alter, ich dachte, das ist eine scheiß Statue, diese Drecksfresser. Boah. Mein Herz. Wie so eine Horrorfigur. Alter. Und da oben irgendwo. Nee, ich geh jetzt lieber nochmal hoch. Und schau von oben, wo der ist. Hm. Keine Ahnung. Mafia 2 buggt halt einfach ein bisschen. Ich nehme meinen Revolver, mit dem kann ich in den Notfall schnell zielen und trotzdem mich schön ordentlich bewegen. MP40, okay. Ach, da sind wir auf einmal wieder, oder was? Da oben. Und da ist der zweite. So. Das waren jetzt also alle und jetzt können wir wieder flüchten. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Natürlich. Huh, bin ich jetzt froh, dass wir das geschafft haben. Die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bin jetzt zu El Greco. Klingt wie so ein Tierarzt. Okay, da wird auch hier lang, das bringt jetzt ja nichts. Mafia-Auto, 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 es ist dunkel. Okay, wir nehmen das Cabrio ganz einfach. So. Muss man nämlich nicht mal ein Schloss knacken, sondern kann man einfach einsteigen. Und natürlich ist es auch aufgeschlossen. Links. Dann rechts. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nicht schön. Rico pflegt dich wieder zusammen. Ja. Natürlich. Verdammt, jeder Anzug. Tja. Hättest du mal nicht so viel geraucht. Ist wie ein Messerstich in die Brust. Wow, das war knapp. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist. Dein Leben für mich riskiert hast. Naja, wir als Brüder. Als fast Brüder zumindest. Ist doch klar, dass wir zusammenhalten. Dann steche ich dich nämlich wirklich an. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen verdammten Komiker zu machen. Atme ruhig, rede nicht zu viel. Halt die Fresse. Dann wird alles gut. Upsala. Nein, bestimmt nicht. Alter. YOLO oder was? Das ist ein paar Bitch. Verschrecker, ey. So, wir sind doch eh schon weg. So. Und was willst du jetzt, Kleine? Fussi. Ich hab nichts gesagt. So, El Greco, wir sind gleich da und ich habe eine Patiente für diese. Ich weiß, ich kann das überhaupt nicht, das klingt auch ein Wörter schlecht. Aber ich habe es einfach mal versucht, es tut mir so leid.
Es tut mir leid. Ich bin natürlich gefasst. Ja, es macht Spaß. Auch wenn der nötige Erfolg, also das nötige Feedback von euch immer noch fehlt. Ups. Das Tor war schon kaputt, als wir herkamen. Nein, schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Das klingt wie so ein kleiner Pedo. Oh, was ist denn mit euch passiert? Was ist denn heute wieder los? Hey. Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Oh. Warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito. Danke. Ist doch Ernstsache. Gute Besserung. Speichern. Alter, wir haben jetzt über 50.000. Okay, warum wir die her haben? Nochmal 27.000 Dollar, keine Ahnung. Alter, wir haben 50.000 Dollar. Bin gespannt, ob wir jetzt diese dritte Stufe tun könnten. Das wäre ja genial. Müssen wir ein bisschen leiser machen auf dem Ohr. Ja, wir sind fast wieder am vorigen Ende. Ich denke mal, zu Bruno fahren wir noch. Aber das mit der Cola machen wir erst das nächste Mal. Ich habe gerade wieder meine Radkappe verloren. Wir können mal schauen, ob wir einen Tuner finden. Ja, dahin. Und mal schauen, ob die dritte Stufe freigeschaltet ist. Das wäre genial. Weil dann kommt so ein fetter Turbolader drauf. Das sieht auf dem Pickup so cool aus. Dem Schubert Pickup oder wie der hieß. Das sieht sowas von hammermäßig aus. Das ist dann ein richtiges Wunschauto. So ein Ford F100 150 oder wie die Teile hießen. Ich weiß es gerade nicht. Aber, naja. Hier ist ja schon die Werkstatt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal noch an. Hup, hup. Hallo, Vito. Guten Abend. Schön, dass wir immer noch bekannt sind. Das freut mich echt. Hey, Vito. Womit kann ich reparieren und einfach Sport. Ach, schade. Wagen ist voll getuned. Menu. Such dir eine Farbe auf. Was nehmen wir mal? Oh genau, wir nehmen so ein rosa. Nein, natürlich nicht. Buttermilchform. Rostbraun sieht gut aus. Kennzeichen lassen einfach mal, das dauert mir jetzt zu lange. Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Räder nicht, aber Felgen wären nett. Danke, die passen eigentlich auch fast überall drauf, diese Rennfelgen, finde ich. Mit diesen extrem dünnen Weißzwandreifen. Ich muss gerade nochmal gucken, wie man diese dritte Tuningstufe freischaltet. Und ich schaue mal, ob ich irgendwo noch die DLCs besorgen kann. Dann zeige ich euch die natürlich auch noch irgendwann mal. So, wo geht's jetzt noch hin? Verdiene 55.000 für Bruno. Achso, wir hatten die Kohle und jetzt... okay. Okay, okay, ja. Ich hab's verstanden. Ich hab wieder mal Mist gebaut. Na gut, aber das fangen wir jetzt diese Folge nicht mehr an. Wir bringen noch die Karre hier weg. Sie stellen die in eine Garage. Und schlafen. Ich weiß nicht, ob man schlafen kann. Ich glaube nicht. Und dann verabschiede ich mich für die heutige Folge, weil... Das kriegen wir jetzt nicht noch hin. Wow. Schön, dass die Karre schon wieder fast am Arsch ist. Na, wie gesagt, wir fahren jetzt noch schnell nach Hause. Ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen nach Hause. Das heißt jetzt Joe. Wir sind nicht mehr unser Zuhause, aber wir können dort immer noch mal pennen. Finde ich nett von ihm. Fair 5 Jahre, wenn ich dafür sagen darf. So. Perfekt.
Ich kann mal schauen, ob wir noch schlafen können. Nein, wir können jetzt hier rein, okay. Dann zeige ich einfach mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mein Name ist Mr. Tim Burton. Haut rein, Leute. Ciao.